Hallo Internets! Ich halte schon lange jeden UFO-Enthusiasten an, sich mit Nachtsichtgerät unter den nächtlichen Himmel auf die Lauer zu legen. Denn wenn man den zahlreichen Zeugenberichten glauben mag, scheint im unsichtbaren Licht sehr viel mehr dort oben sichtbar zu sein, als wir mit unseren bloßen Augen erkennen können. So geschehen in Shropshire, England. Das erste Mal am 21. April diesen Jahres. Der YouTuber Davo49 hat mittlerweile in 3 Nächten mit einigen Tagen Abstand, wo nichts passierte, eine bzw. mehrere interessante Entdeckungen gemacht. Er geht dabei davon aus, dass er jedes Mal denselben Besucher vor der Linse hatte. Er nutzt einfachste, selbstmodifizierte Infrarottechnik. Zudem ist das Wetter meistens bewölkt oder diesig, was die Bildschärfe etwas beeinträchtigt. Eine solche Kamera gibt es bei Alibaba schon für unter $30. Vielleicht sollte ich mir auch mal langsam so etwas zulegen. Die Aufnahmen sind in Schwarz-Weiß, da Infrarot keine Farben darstellen kann. Dabei ist zwischen echter Nachtsicht und einfachem Infrarot zu unterscheiden. Vermutlich würde das Bild mit moderner Nachtsicht weit mehr Details offenbaren. Doch das macht diese Infrarotaufnahme nicht weniger interessant. Echte Nachtsicht in guter Qualität ist für uns Ottos noch nicht wirklich bezahlbar. Es sei denn, du bist Soldat und ein Nachtsichtgerät gehört zu deiner Standardausrüstung. Die Kamera steht auf seinem Dach, Störlichter sind nicht auszuschließen. Mitten durchs Bild verläuft ein Telefonkabel. Zuerst dachte ich, es müsste doch ein Insekt sein, doch im Vergleich zu den vorbeifliegenden Flugzeugen scheint unser Freund sehr hoch und schnell zu sein, etwa auf Höhe der Wolken oder sogar darüber. Davo49 scheint ein geübter Beobachter zu sein. Er identifiziert vorbeiziehende Satelliten, Jupiter und Flugzeuge. Doch dieser Joyride, wie er ihn getauft hat, bewegt sich wie kein uns bekanntes Flugobjekt und fällt direkt als Anomalie auf. Was macht solch eine unruhige Flugbewegung überhaupt für einen Sinn, wenn man nicht gerade eine Eintagsfliege ist? Zudem bleibt unser Kollege zwischenzeitlich sogar für ganze 3 Minuten regungslos am Himmel stehen. What the F? Also spätestens jetzt fällt die Insektentheorie weg. Wer beobachtet hier eigentlich wen? Versuche, den Joyrider mit einem herkömmlichen Teleskop ausfindig zu machen, scheiterten. Seit seiner Entdeckung lag Davo49 jede weitere Nacht auf der Lauer. Genau 6 Tage später tauchte unser Joyrider wieder auf, verblüffenderweise sogar zur fast identischen Uhrzeit, um 3.15 Uhr morgens. Zwischendurch verschwand er mal für einige Minuten aus dem Bild, um danach seinen Tanz zu vollenden. Die Aufnahmen sind übrigens nicht beschleunigt oder verlangsamt worden, das Ding bewegt sich in Echtzeit so. 10 Tage später und diesmal sogar noch vor Mitternacht kam das Objekt noch ein drittes Mal vorbei. Wir hoffen, es war nicht das letzte Mal und wir erfahren bald, um was es sich gehandelt hat. Leider werden Amateuraufnahmen in solcher Qualität höchstens von den Medien belächelt, aber in den seltensten Fällen ernst genommen. Vielleicht können wir unseren Joyrider ein wenig mehr in den Diskussionsfokus bringen, indem ihr dieses Video in euren sozialen Netzwerken teilt. Danke schon mal dafür. Ich bin mir nicht sicher, ob die Kamera diesen Schweif erzeugt, da die Belichtungsdauer in der Nacht viel höher sein muss. Oder ob der Schweif ebenfalls Wärme abgibt, bzw. einen solchen Antrieb vermuten lässt. Bei einer vorbeiziehenden Linienmaschine ist ein noch viel stärkerer Schweif zu erkennen. Dieser wird definitiv durch Wärme erzeugt. Ein Flugobjekt mit einem solchen herkömmlichen Antrieb könnte niemals solche Flugmanöver vollziehen. Abonniert Davos Kanal, damit ihr keine weiteren Joyrider-Updates verpasst. Er würde sich sicher über euren Besuch auf seinem noch jungen Kanal freuen. Er hat mittlerweile aufgegeben, Aufnahmen von Jupiter und Mond zu machen, da es scheinbar weitaus interessantere Dinge zu beobachten gibt, welche sich nicht von Wolken beeindrucken lassen. Davo49 schreibt diesem Objekt sogar eine Persönlichkeit zu. Es scheint mehrfach kurz in Gedanken zu verweilen oder seine nächsten Schritte zu überdenken, um sich dann mit Sternenlichtern zu synchronisieren. Was glaubt ihr, womit haben wir es hier zu tun? Ich halte diese Aufnahmen jedenfalls für authentisch. Ich bin mit dem Urheber im Kontakt. Die Links zu seinen Originalvideos findet ihr selbstverständlich in der Beschreibung. Lasst ein Like da, wenn euch dieser Beitrag gefallen hat und falls nicht schon geschehen, empfehle diesen Kanal deinen Freunden. Wenn du auch im Besitz von Nachtsichtgeräten bist, würde ich mich freuen, von dir zu hören. Mittlerweile soll es sogar Handys geben, die so etwas können. Das Universum bist du. Fang bei dir an. Doppelt.